Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück hier bei Lego Herr der Ringe. Und wir machen weiter mit Mithrilsteinfarm. Und das nächste Ziel ist der Amon Hen. Da weiß ich gar nicht, warum wir den nicht schon vorher gemacht haben. Ist aber auch egal, denn da kümmern wir uns jetzt erstmal drum. So, ich weiß auf jeden Fall, dass es hier oben noch so ein paar... Oh, hier gibt es hüpfende Statuen, die springen einem ja direkt ins Auge. So, nehmen wir hier mal so einen mächtigen Krieger. Und dann putzen wir die mal so richtig. Oh! Klasse! Da war nämlich dann was im Weg von den Dingern der vorherigen. Muss mal gucken, ob das so auch noch klappt. Oh, aber ganz knapp. Jetzt aber, komm. Jawohl, da haben wir's. Okay. So, können wir hier gerade nochmal gucken, ob hier irgendwas Tolles ist. Aber dem ist nicht so. Gut, dann haben wir zumindest schon mal die erste. So. Was zum Henker ist das? So. Ja, das ist mir schon fast klar, was hier kommt. Immer gerne wieder weg, Frodo. Jetzt kriegst du auch einen ab. So, und dann haben wir uns den auch mehr als verdient. Okay, hier passiert jetzt nichts. Guck ich gerade mal, wo ist denn der nächste? Ah. Das sieht einfach aus. Da müssen wir einfach uns nur kurz durchspringen mit dem Berserker. Oh, Entschuldigung. Wirklich keine Absicht. Aha. Und dann haben wir hier was für Gimli. Und da waren wir schon. Super. Da musste ich mal kurz niesen. Und dann gucken wir mal weiter. Wo ist denn das Ding? Bin ich denn blind? Hier? Nee. Das hier ist doch eine Speicherstatue, oder? Okay, ist keine, aber hilft uns jetzt auch nicht weiter. Also hier ist so ein Stein. Hier noch mal kurz. Vielleicht ist er auch von unten. Vielleicht ist der auch von unten. Na gut, wir können uns ja erstmal. Wir können uns ja auch erstmal um die anderen kümmern. Wie viel haben wir denn? 6 von 8. Daher wird der hier wohl noch dazugehören bei den Argonath. Machen wir das einmal. Und dann laufen wir da mal kurz hin. Das ist auch gar nicht so weit. Aha. Wenn das mal nicht was für Gimli ist, für Gollum ist. So, jetzt hier einmal hoch.
Und dann hier einmal durch. Ach was, sieh mal einer an. Sieh mal einer an. Und dann können wir an den Argonaut hier hochgehen. Hochklettern, ist ja auch mal cool. Oh, und da oben haben wir eine Balliste. So, jetzt mach ich mal hier, hör mal auf Blödsinn hier zu machen. Nein, 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 nein. Ach Kollege, bleib doch einfach da oben und bedien dieses Teil. Na also. Okay, dann nehmen wir mal einen anderen für, den Elb hier vielleicht. Tja. Dann halt so. Dann halt so. Ich hoffe mal, das machen wir jetzt nicht die ganze Zeit. Nicht gut. Ach, was ist denn das für ein Blödsinn hier? Der steckt hier jetzt drin. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass man mit Y oder so das Ding hier aktivieren kann und dann hiermit schießt. Das muss ja auch irgendwie gehen, aber die stellen sich ja mal so dämlich an hier, die Charaktere. Also, nochmal Gollum. Und dann gehen wir halt hier nochmal rüber. Und dann klettern wir hier gleich auch nochmal hoch. So. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Du blöder Elb. So, wenn wir jetzt... So, den erlösen wir hier mal. So, gern geschehen. Na, herzlichen Glückwunsch, dann halt nicht. Aha, jetzt. Ach, was? Das ist einfach nur so für ein Seil. Na... Das muss man erstmal wissen. Na gut. Nehmen wir mal hier die Werte, Frau Galadriel. Da macht es nicht so viel aus, wenn sie runterfällt. Ich hab's trotzdem genossen, dich zu schlagen, Eule. Guck nicht so doof. Na gut. Und dann können wir von hier, jetzt sind wir hier auch bei 7 von 8, können wir von hier aus nochmal hier hin steuern. Vielleicht gibt es da ja einen anderen Weg. Und vielleicht ist das hier so eine kleine Höhle oder sowas. Aber das sieht nicht so danach aus. Also hier müssen wir definitiv hoch. So, gehen wir hier nochmal hoch. Also der will hier rüber. Aber zu 100% muss das Ding hier irgendwo sein. Ich
Vielleicht müssen wir Galadriel hier opfern. Nee, auch nicht. So, wir können hier mal alle Blumen weghauen. Und alle Pflanzen. Aber das bringt gar nichts. Ja, super. Ganz toll. Hiermit vielleicht. Okay, das ist nur Schrott. Hier waren wir ja. Das gibt's doch gar nicht. So, und das nächste von diesen Steinen hier, von diesen weißen Pfeilen, das ist doch der hier rechts. Ne? So. Der zeigt da unten irgendeine Zielscheibe an. Auch wenn mich der blöde Pfeil hier hochgeschickt hat. Ich gucke hier unten nochmal, das kann ja gar nicht sein. Verarscht uns das Spiel hier noch. Hast du nochmal Glück gehabt, Spiel? Ui. Doch irgendwas muss es da noch geben. Eine Kurbel. Eine Kurbel, aber wo? So, ich glaube, ich brauche mal eben kurz etwas hier. Das nervt mich immer mit diesen Kurbeln. Mann, Mann, Mann. Das darf doch gar nicht sein. Wo kriegen wir denn die Kurbel her? Oh, warte, warte. Nein, 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 nein. Ich will wieder zurück. Da war doch so ein Angelplatz. Da kommen doch immer Kurbeln raus. So, das probieren wir hier nochmal. Aber als Mary. Na. So, und dann schauen wir mal. So. Das ist eine Kurbel. Oh ja, eine Höhle. Sag mir, dass die Höhle tief in den Berg reingeht. Oh, das sieht gut aus. Das sieht wunderbar aus. Was zum Henker ist das denn hier? Na gut. Oh nein. Wir müssen hier etwas ganz schön weit schieben scheinbar. Um.
Was soll das werden, wenn es fertig ist? Ah. Okay. Können wir auch den hier eigentlich nehmen, oder? Okay, da gibt es irgendein System. Müssen wir gleich mal gucken. Ich räume hier erstmal alles aus dem Weg. So. Ich schätze mal, alle drei müssen angezündet werden. Jetzt müssen wir überlegen, welchen wir wohin schieben müssen. Okay, hier bei den beiden ist es eigentlich ziemlich wurscht. Machen wir das mal so. Ach, komm schon. So, jetzt aber. Ach, komm schon. Jetzt aber. Na also. So, von hier oben dann hier. Dann haben wir den schon mal frei. So, der kommt hier rüber. Aha. So, dann den hier. Aha. Und der hier ist einfach... Scheiße. Ne, das müsste eigentlich gehen, jawohl, sonst gibt es ja gar keine Möglichkeit. Und der kommt nämlich dahin. Und dann müsste es gleich den verdienten Mithrilstein geben. Jawohl, so ist es. Sehr gut. Na, das war ja was. Schön, schön. Und so verdient. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir weiter. Bis dann.